Dieses Verbotsverfahren, dieses Verwirkungsverfahren ist ja in der Praxis noch nie erfolgreich gewesen. Und es wäre auch fraglich, was es eigentlich bedeuten würde, wenn es denn jetzt eingesetzt werden würde. Denn Herr Höcke würde dadurch ja nicht zur rechtlosen Person werden. Die Möglichkeiten für die Behörden, seine Freiheiten einzuschränken, würden kaum erweitert, schon weil die europäischen Grundrechte bestehen bleiben würden. Aber immerhin könnte man sagen, er würde die Möglichkeit verlieren, sich wählen zu lassen oder Ämter zu bekleiden. Andererseits besteht die Gefahr natürlich, dass er vielleicht im Hintergrund weiterhin die Strippen zieht bei der AfD.